Ciao. Ja, meine verehrten Damen und Herren, die nicht gekommen sind heute, tut mir ein bisschen leid, oder tut mir eigentlich sehr leid, dass es nicht geklappt hat. Ich selbst halte diese ganze Corona-Diskussion für etwas überzogen. Und ich glaube nicht daran, dass es so gefährlich ist, wie es immer noch geredet wird. Aber am Ende haben auch wir und habe auch ich mich am Anfang der Woche der allgemeinen Meinung mich fügen müssen, wenn es darum geht, Großveranstaltungen abzuhalten, diese momentan nicht abzuhalten. Ich kann Ihnen nur versprechen, dass wir das Ganze mit Sicherheit zu gegebener Zeit wieder nachholen werden. Und bloß im Moment ist es schwierig, einen Termin festzulegen, weil wir doch noch ein bisschen abwarten müssen, wie sich das Ganze nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, dieser ganze Epidemie oder Pandemie-Wahn, Corona, wie sich der hoffentlich ziemlich bald auflöst und dann das Ganze sich danach normalisiert. Ja, wir haben zu dem Thema Klima und Rückstände in Nahrungsmitteln, das war im Prinzip unsere Überschrift von der Veranstaltung, die wir heute abhalten wollten, haben wir eine ganze Reihe hochrangiger Reden eingeladen, die wir natürlich jetzt ausgeladen haben und die auch nicht da sind. Das heißt also, ich werde jetzt erst einmal das tun, was ich ohnehin getan hätte, nämlich meine Eingangsrede, die ich, es waren übrigens über 700 geladene Gäste, wären heute gekommen, was ich da gesagt hätte. Und ich will versuchen, das Ganze auch mal ein bisschen, vielleicht hole ich noch ein kleines bisschen länger, weiter aus, als das, was ich vorgehabt habe, zu dem Thema, das wir heute da abhandeln wollten. Wie gesagt, im Wesentlichen geht es ja um das Thema Klima und Rückstände. Und hätten wir Corona nicht, denke ich, wäre nach wie vor das Thema Klima das, was am heißesten, nach wie vor im wahrsten Sinne des Wortes, heißesten diskutiert wird. Jetzt sind ja die Brände in Australien wieder abgeflacht, jetzt ist da wieder ein bisschen ruhiger geworden. Fridays for Future ist nach wie vor noch aktiv. Und ich persönlich hoffe, dass die auch aktiv bleiben, weil ich kann mir nichts Besseres vorstellen, dass unsere Jugend endlich mal wieder anfängt, eine Meinung über etwas zu haben. Und so diese, ja, es ist ja schon länger verflogen eigentlich, diese Null-Bock-Generation, das ist schon, denke ich, seit 10 Jahren, zeichnet sich das ab, dass die eigentlich nicht mehr so existiert, dass das jetzt sich derart artikuliert, kann ich nur unterstützen, auch wenn vieles dabei ist, wo ich sage, es ist übertrieben, das muss man vielleicht ein bisschen anders sehen, aber am Ende bin ich froh darum, dass unsere Jugend sich so engagiert und ein Thema so tief bearbeitet, wie es kaum ein anderer tut im Moment. Das wäre auch interessant. Ich habe letztens hatte ich einmal über unseren Rotary Club eine Abendveranstaltung, durfte ich beiwohnen. Da hatten wir 6 Jugendliche aus Regensburg, die also dem Kreis Fridays for Futures angehören, hergeholt. Und die hatten dann gemeinsam vor uns einen Vortrag gehalten. Und dann hinten auch eine Diskussion mit ihnen gehabt, wo ich sagen musste, also ich war mehr als begeistert von der Art und Weise, wie da argumentiert wurde und wie uns erklärt wurde, wie sie aus der Sicht der jungen Generation das ganze Thema Klima und den Einfluss, den wir bis jetzt haben, durch unsere Art und Weise, wie wir mit dem Klima umgegangen sind, was da entstehen könnte und dieser Tipping Point, wenn wir da nicht aufpassen, dass das irgendwann mal umkippt und wir können gar nichts mehr dagegen machen. Da kann man sich drüber streiten, ob das dann so kommt oder nicht kommt. Aber wenn ich da gesehen habe, wie die da Jugendlichen damit umgehen und sich dann auch nicht nur auf eine emotionale, weil wir denken ja immer, die gehen schnell auf eine emotionale Schiene und dann kriegst du sie nicht mehr. Nee, das war nicht so der Fall. Sondern da war sehr viel Sachlichkeit auch dahinter. Und wenn man dann die richtigen Fragen gestellt hat, waren natürlich auch Wahnsinn, nicht nur sehr gut vorbereitet, sondern es gab auch mal den Punkt, wo sie dann gesagt haben, naja, vielleicht haben wir das noch nicht so gesehen. Also wie gesagt, ich bin da begeistert, was da unsere Jugend da
da so vorantreibt, auch wenn ich nicht unbedingt alles unterschreiben möchte und das alles nicht so extrem sehe, wie es da gesehen wird. Ja, wenn man sich mit dem Thema Klima und Rückstände aus der Sicht von Landwirtschaft befassen tut, das, was wir heute tun wollten mit mehreren Rednern, dann gibt es da ein paar so Schlagworte im Moment oder so Begriffe, die jetzt da in den letzten Monaten sehr stark unterwegs sind. Wir haben mal den Begriff Hybridlandwirtschaft geprägt. Ich denke ich, auch auf unserem Mist gewachsen, ist mittlerweile auch ein Begriff, der teilweise draußen verwendet wird. Was aber weltweit momentan als Überschrift, vor allem bei vielen landwirtschaftlichen Veranstaltungen, die ich zum Teil selbst dabei war oder auch was sagen durfte, in Frankreich, in England, in Tschechien, in Deutschland, nächste Woche in Australien, das Thema ist immer das gleiche, regenerative Landwirtschaft oder Regenerative Farming. Das ganze Thema ist auch in den USA und Kanada momentan ein eine große Überschrift von Veranstaltungen, die da drüben laufen. Also es ist eine weltweite Bewegung. Also es ist nicht etwas, was sich mehr so in einer Nischenform bewegt und so ein bisschen aus der Ökolandwirtschaft geboren ist und wo ein paar so selbsternannte Berater und Wissenschaftler da darüber referieren, wo man zum Teil vielleicht noch vor einem Jahr noch oder vor zwei noch drüber gelächelt hat. Ich denke, das Ganze muss man langsam anfangen, ernst zu nehmen. Und da sind eine ganze Reihe Menschen unterwegs, die sich dem Thema schon länger angenommen haben und denen ich das mittlerweile zusprechen muss, dass sie davon auch viel verstehen. Wir selbst sind erst am Anfang. Wir arbeiten in dieses Thema vielleicht auch schon seit mehreren Jahren indirekt ein, aber jetzt konkret erst in den letzten ein, zwei Jahren, dass uns das klar wird, wir müssen uns mit diesem Thema ganz intensiv befassen. Und da gibt es natürlich noch den dritten Begriff, der ganz aktuell jetzt auch mit dieser ganzen, der letzten Monate vor allen Dingen stark wieder aufgeflammten, im wahrsten Sinne des Wortes, Klimadiskussion, Carbon Farming. Und das sind so die drei Begriffe, die im Wesentlichen, da geht es immer um das Gleiche. Das Ganze hat mit Humusaufbau zu tun und so weiter. Und darüber möchte ich heute mal versuchen, mal bloß nicht nur die Begrifflichkeit, sondern auch ein bisschen die Zusammenhänge ein bisschen näher zu erklären, so wie es ich persönlich und so wie es wir im Unternehmen momentan auch verstanden haben bis jetzt. Wohlgemerkt, wir sind aber auch an einem Punkt, wo wir noch mehr zusammentragen und lernen und auch selbst ein bisschen experimentieren und nicht so uns hinstellen wollen, als wir wissen alles und wir sagen euch genau, wie ihr das machen müsst. An dem Punkt sind wir noch nicht. Jetzt einmal nur mal ein ganz aktuelles Statement. Jeder kennt den neuen CEO oder Vorstandsvorsitzenden von VW, Diess. Das ist erstmalig ein Vorstandsvorsitzender, der nicht aus der eigenen Führungsriege von VW gekommen ist, sondern der kam eben vom Wettbewerber. Der Wettbewerber hat ihn gehen lassen, wahrscheinlich war das ein Fehler. Und wir kriegen ja mit, dass dieser Diess momentan seit ungefähr einem halben Jahr diesen VW-Konzern komplett umbaut. Und natürlich das Thema CO2 absolut in den Vordergrund rückt. Neben natürlich eine ganze Reihe anderer Dinge auch. Und da hat er unter anderem eine Behauptung gemacht vor vier Wochen in Davos. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere mitbekommen habt. Das war ja auch, glaube ich, auch in der Tagesschau, wurde das kurz einmal erwähnt, in einem der Kommentare. Da hat er also beim Interview sehr deutlich gesagt, dass er, mittlerweile sind wir ja, ich weiß nicht, ob es die meisten wissen, wir sind ja nicht bei 10 Euro nächstes Jahr, die pro Tonne CO2, die aus fossiler Energie in die Atmosphäre emittiert wird, bezahlen wollen, beziehungsweise der Staat eintreiben will, oder Europa eintreiben will, beziehungsweise ist Deutschland erst einmal halt einmal, aber ich glaube, Europa hängt damit auch dran, sondern wir sind mittlerweile schon bei 25 Euro. Die Zahl wurde schon erhöht. Also das heißt, wir fangen mit 25 Euro nächstes Jahr an und das Ganze soll ja gesteigert werden.
wenn es so weitergeht, weiß keiner so richtig, wo es hingeht. Aber dies hat eine ganz klare Forderung aufgestellt, in Anführungszeichen Forderung, auch wenn er sich selber dabei in den Fuß schießen tut dabei, weil es trifft ja ihn als Automobilhersteller, das werde ich gleich nochmal zeigen, an ein paar Zahlen, mit am allerstärksten diese CO2-Steuer. Und er hat einfach gesagt, da steht es am Bild ja drauf, eigentlich halte das langfristig 100 Euro die Tonne CO2, dass man das bezahlt, sofern man fossile Energie verwendet und verbrennt und damit CO2 in die Atmosphäre abgibt. Das wäre eigentlich für ihn ein gerechter Preis. Damit hat dann nebenbei auch Schweden erwähnt. Schweden hat ja sich da, ist ja auch dann schon vorgeprescht in Europa und die haben ja eigentlich schon, ich glaube, die 100 Euro jetzt auch schon festgelegt, zumindest für Schweden, für die Emittenten dort, dass das ab nächstes Jahr als Steuer dort erhoben werden soll. Und ich meine, wenn wir jetzt die 100 Euro, haben wir noch nicht, aber wenn wir mal die 100 Euro jetzt uns einmal bloß auf der Zunge zergehen lassen, pro Tonne CO2 und das irgendwo mal in Form von Kohlenstoff umrechnet und Kohlenstoff, den man gegebenenfalls irgendwie im Boden zum Beispiel speichern könnte, über das ich gleich noch mal ein bisschen reden möchte, ja, da kommen da ganz interessante Zahlen zusammen. Und das ist schon mal das für sich alleine das betrachtet, ist ja schon mal hochinteressant, sich aus Sicht des Landwirts, vor allem des Ackerbauers, einmal da ganz konkret damit auseinanderzusetzen. Weil im Grunde genommen ist das nichts anderes wie ein weiteres Fruchtfolgeglied oder eine weitere Kultur, wenn man so will. Der eine hat Bauplatz als Fruchtfolgeglied und der andere hat Kohlenstoff als Fruchtfolgeglied, mal spaßig gesagt. Da ein neues Geschäftsmodell daraus zu machen. Und wie gesagt, da möchte ich jetzt gerade ein bisschen versuchen, ein bisschen weiter zu sinnieren. In dem Zusammenhang hatten wir mal vor einiger Zeit mit Skoda in Tschechien, wir haben ja da einen Betrieb nebendran, direkt am Werk in Madla Boleslav, hatten wir da mal Kontakt aufgenommen, das habe ich mit meinen Söhnen zusammen gemacht. Und siehe da, wir hatten da relativ schnell einen bekommen, der direkt unter dem Vorstand war, der also Bescheid gewusst hat, der nicht nur Bescheid gewusst hat, sondern gleich gesagt hat, ja, ich komme gerade recht, dieses Thema CO2 praktisch neutral zu werden als Firma und die Autos versuchen, in die CO2-Neutralität hineinzubekommen, das ist unser oberstes Ziel, wird auch von dieses Jahr vorgegeben. Der Druck ist also entsprechend groß und wir als Skoda sind natürlich da auch genauso angehalten als ein Teil des VW-Konzerns, wie alle anderen auch im VW-Konzern, da ihren Beitrag zu leisten. Und da hatten wir dann mehrere Zusammenkünfte und da war eine unter anderem, die, was steht denn da drauf, das war am 24.01., das war bei uns am Betrieb, mit mehreren Leuten aus dem Skoda-Konzern, wo wir uns da getroffen hatten. Und da ist einmal, ich tue mal bloß eine kurze Zusammenfassung machen von dem, was da besprochen wurde. Wie gesagt, das nochmal hier, das Verhältnis, wo praktisch, das sind bloß 7-8 Kilometer, da ist das Haupt-Skoda-Werk in Madla Boleslav und unser Betrieb Agrovation ist da praktisch, wie gesagt, Luftlinie, keine 10 Kilometer entfernt davon. Die haben uns Folgendes geschildert. Das ist nicht nur für Skoda so, sondern das ist für den gesamten VW-Konzern und letzten Endes für jeden anderen Automobilhersteller genau das Gleiche. Wenn es darum geht, diese Klimaziele zu erreichen und sich den ganzen, auch das, was der Gesetzgeber, die Deutschen jetzt, wir preschen ja auch ein bisschen voran, aber letzten Endes Europa gibt ja da eine Richtung vor, wo das Ganze hingeht. Und da geht es in erster Linie erstmal darum zu verstehen, wie sieht ein Lebenszyklus insgesamt von einem Auto aus. Und das haben die uns recht interessant erklärt. Es geht ja nicht darum zu sagen, jetzt muss ich erst einmal schauen, wie sieht der CO2-Fußabdruck aus, wenn ich zum Beispiel das Eisenerz irgendwo in Australien aus dem Boden rausgrabe, mit der Eisenbahn zum Hafen fahre, mit dem Schiff zu uns herfahre, dann geht es irgendwann einmal in eine Eisenschmelze, wird es im Hochofen geschmolzen, dabei war wieder Energie und dann wird es ausgewalzt und dann wird es gepresst und geschweißt und das braucht dann alles so und so viel Energie. Wenn ich das in Form von Kohle und Erdgas oder Erdöl mache, im Prinzip geht es immer nur um drei Dinge. Es geht immer nur um Kohle, Erdgas und Erdöl.
mehr geht es nicht. Alles andere wäre nicht das Problem als Energiequelle, wenn man es verwenden würde. Dann sieht es erstmal so aus, dass also, das ist das blaue Segment an dem ganzen Gesamtkuchen, die nennen das Dekarbonisierungsindex, naja, das ist halt ihre Sprachgebrauch, DKI, beginnt der CO2-Fußabdruck bei einem Auto, und das Auto ist immer gerechnet auf 200.000 Kilometer Lebenszyklus, und dann wird es wieder praktisch recycelt. Dann sind erst einmal 13% des gesamten CO2-Fußabdrucks entstehen aus der Produktion und an den Materialien, die verwendet wird, um ein Auto zusammenzubauen. Das heißt im Wesentlichen auch der Zulieferanteil. Dann, und das ist noch interessanter, nur 2% ist ihr eigener Fußabdruck in ihren Werken. Die Skoda-Leute haben, also die Skoda selbst hat drei Werke in Tschechien. Mit diesen drei Werken, das größte Werk ist in Mladá Boleslav. Insgesamt brauchen sie, das hauptsächlich Energie ist das, also Energie für die Produktion von Strom und von Wärme und so weiter, betreiben auch von ihren Lackieranlagen die Energie, die sie brauchen, sind nur 2% vom gesamten Fußabdruck. Aber jetzt schaut es mal her. Diese 2%, das haben sie uns, wie gesagt, vor knapp vier Wochen erklärt, in diesen drei Werken sind alleine 700.000 Tonnen Hackschnitzel, die sich jetzt ab nächstes Jahr dann vollends umgestellt werden, haben werden, wo sie Kraftwerke weg von Kohle und Werke weg von Erdgas gehen und dafür 700.000 Tonnen Hackschnitzel einsetzen werden. 200.000 Tonnen haben sie schon, und jetzt kommen noch die letzten 500.000 Tonnen dazu. Und derjenige, der dafür zuständig ist, für die Kraftwerke, der war auch dabei und hat gesagt, naja, das ist alles kein Problem mit, der Borkenkäfer hilft uns, es liegt ein Haufen Holz rum, in Tschechien alleine sind es, glaube ich, 5 Millionen Tonnen Hackschnitzel, das heißt, es reicht erst einmal für uns für ein paar Jahre, wenn wir nur das alleine abziehen würden, und da wächst ja wieder was nach, aber jeder, der Waldbauer ist, weiß, dass also 700.000 Tonnen Holz oder Hackschnitzel heißt, wenn man einen Wald sinnvoll durchforsten würde, einen guten Wald wohlgemerkt, dann kommen da maximal 10 Tonnen Hackschnitzel oder 10 Tonnen Holz jedes Jahr raus. Das heißt, das sind irgendwo zwischen knapp 100.000 Hektar Wald, die allein Skoda für seine drei Werke in Mladá Boleslav jedes Jahr durchforsten müsste, um genügend Energie zusammenzubekommen, um lediglich 2% des gesamten Fußabdrucks für ein Auto in den Griff zu bekommen. Also schon mal ganz interessant, das einmal von der Seite zu verstehen. Und das betrifft ja nicht nur Skoda, das betrifft ja alle anderen auch. Das ist ja für alle anderen das Gleiche. Dann kommt eben der nächste Punkt, das sind dann die 5%. Das ist dieser graue Keil, müssen Sie auch mit einrechnen. Das ist das gesamte Thema Recycling. Das ist schon mal wieder mehr wie nur der Energieaufwand, um das Auto zu produzieren in den Werken. Und dann sind wir erst einmal bei einem gewissen kleineren Teil des Fußabdrucks, und der Hauptanteil ist nach wie vor natürlich klar, das Auto fährt 200.000 Kilometer, verbraucht pro 100 Kilometer im Schnitt, was weiß ich, 6 Liter oder 5 Liter, das heißt, dann kommen dann 80% des gesamten Fußabdrucks auf 200.000 Kilometer gerechnet, allein vom Verbrennen von Benzin und Diesel. So, das ist Ihr Problem. Jetzt müssen Sie daran arbeiten. Na gut, wenn man das größte Problem, die 80% Benzin und Diesel wegbekommen wollte, wäre theoretisch das Einfachste, das haben sie ja zum Teil auch vor, tun wir halt Verbrennungsmotoren ausschalten und gehen wir nur noch auf Batterieautos. Das ist also die eine Entwicklung, die wir ja merken, bei VW ist er da ganz stark dran, die anderen mittlerweile auch. Ich glaube, die selber hat ja vorgegeben vor ein paar Monaten, dass er bis 2030 bei 25% oder 30% seiner verkauften Autos liegen möchte und gegebenenfalls das bis 2050 auf 50% erhöhen möchte. Also irgendwelche solche Zahlen habe ich da im Kopf. Also das ist schon sehr, sehr harter Tobak, was die da vorhaben. Aber es ist auch verständlich. Jetzt, wenn wir das einmal aus der Sicht betrachten des Gesetzgebers. Was macht der Gesetzgeber in dem Fall, was macht Europa mit den Automobilherstellern? Die sind da schon lange in Diskussion. Das erklärt auch, dass diese Reaktionen, die jetzt kommen, oder dieser Hype mit diesen Autos auf Strom umzustellen, dass das jetzt sehr dramatisch und so schnell gehen muss, liegt einfach daran, weil sie schon länger verhandeln und jetzt klar ist, was Europa, in welche Ecke Europa die Automobilhersteller hineindrückt. Ab 2020, das heißt also dieses Jahr, gilt ein Gesetz, also dass jedes verkaufte Auto in Europa
darf nur 95 Gramm CO2 pro gefahrenen Kilometer emittieren, wenn es einen Verbrennungsmotor hat. Wenn es einen Elektromotor hat, dann ist es null. Das heißt also, 95 Gramm, wenn man das mal hochrechnet, das wäre ein Auto mit 3-4 Sitzen, das irgendwo 500 Kilo wiegt und maximal 3 Liter pro 100 Kilometer verbraucht. Das heißt also, das schafft eigentlich kein Auto. Selbst bei Skoda nicht, der die kleineren Autos verkauft. Und Skoda selbst, obwohl sie kleinere Autos verkaufen, da kommen wir jetzt gleich drauf, halt einmal, da kommt noch ein Punkt dazu. Und jetzt ist so, für alles, was über jedes Gramm, was drüber geht, man hat da so einen Faktor, der da zugrunde gelegt wird. Also im Schnitt braucht ein Auto mit dem und dem Dieselmotor und mit der und der Fahrweise so und so viel Liter pro 100 Kilometer. Dann kommt das halt raus, dass das eben, was weiß ich, 120 Gramm, da komme ich gleich drauf, sind. Beim Skoda in dem Fall. Aber wie gesagt, jedes Gramm, was drüber ist, müssen Sie von vornherein bei jedem verkauften Auto 95 Euro pro Gramm abführen. Skoda hat jetzt 120 Gramm, was ich gerade eben schon gesagt habe, im Durchschnitt aller verkauften Autos. Das heißt, bei Porsche wird das wahrscheinlich nicht bei 121 Gramm liegen, da wird das eher bei 300 Gramm liegen. Das ist beim Porsche das Problem noch viel größer. Wobei der Porsche, wenn er halt, was weiß ich, pro Auto da irgendwo 20.000, 30.000 Euro bezahlt werden müssen, nur weil er zu viel CO2 emittiert, dann wird es wahrscheinlich noch im Preis unterzubringen sein, weil der, wo einen Porsche haben will, der zahlt dann 20.000, 30.000 Euro mehr. Aber auch hier ist der Druck groß, man merkt es ja, die haben ja auch ein Elektroauto rausgebracht und schieben da groß an. Also es heißt also, auf den Punkt gebracht, bei Skoda 25 Gramm mehr im Moment, mal 95 Euro sind 2.375 Euro pro Auto. Das heißt, rund 10% des Autoneuwertes wird erstmal abgeführt. Und das ist schon mal nicht wenig. So, wenn ich jetzt ein Automobilhersteller wäre und müsste 10% von jeder Maschine, jedem Auto, das ich verkaufe, abführen, dann würde ich alles tun, um dorthin zu kommen, dass ich im Durchschnitt meiner verkauften Autos nur 95 Gramm erreiche. Wie geht denn das? Ich kann nicht hergehen und lauter zwei Zylindermotoren einbauen mit 1000 Kubik, die ich sowieso mir keiner mehr kauft, weil das Auto keine Fahrleistung mehr hat. Das geht nur, indem dass ich mische. Das heißt, mische in dem Fall mit Elektroauto, weil jedes Elektroauto, das ich verkaufe, hat Emissions null. Und in dem Fall, das ist eine ganz einfache Rechnung, wenn ich von 120 Gramm auf 95 Gramm runter will, dann muss 20% meiner Neuwagenflotte, die ich verkaufe, müsste elektrisch sein. Und genau das erklärt auch, warum die alle den großen Druck haben, dass die jetzt anschieben wie die Blöden, dass sie zwischen 20, 30 und 40% ihrer verkauften Autos, Elektroautos da hoffentlich hinbekommen, die verkauft werden. Weil wenn sie das nämlich erreicht haben, dann ist nämlich alles andere auf Null gestellt, weil sie dann im Durchschnitt auf 95 kommen, dann ist selbst ein Porsche bei 95 Gramm im Durchschnitt, wenn er halt so und so viele Elektroautos verkauft und dann braucht er die 20.000, 30.000 Euro oder die 2.300 oder 3.000 Euro pro Auto, wie beim Skoda und VW, nicht mehr bezahlen. Das wäre ein gigantischer Vorteil, weil dann könnten sie nämlich einen Teil ihrer Benzin- und Dieselautos eben für 10%, im Fall von Skoda, weniger 10% des Neuwertes des Autos billiger verkaufen. Also ist der Druck gigantisch. Meines Erachtens, aus Sicht von Brüssel, aus Sicht vom Gesetzgeber, aus Sicht der Bevölkerung, ist diese Art von Regelung gar nicht so schlecht. Sie hat zwar volkswirtschaftlich momentan einen negativen Einfluss, weil das merkt man ja, Automobilzulieferer hören auf, müssen zum Beispiel zusperren, Leute stehen auf der Straße, Autohersteller merkt man auch, die letzten Monate gehen die Autoverkäufe jetzt aus dieser Situation heraus auch langsam zurück. Das heißt, also wir werden erst einmal eine größere Arbeitslosigkeit haben und eine größere Umschichtung haben in Deutschland. Wo geht es hin in puncto, was für Arbeitsplätze gibt es noch, wenn da der Anteil Elektroauto und Batterieauto steigt? Und wohlwissend, ein Elektroauto, ich habe selber eins, wenn du das anschaust, da sind höchstens bloß 30% der gesamten Teile noch drin von einem normalen Auto. Das heißt, ich brauche sowieso die Anzahl der Zulieferer nicht mehr. Ja. Derjenige, der einen Scheibenwischermotor herstellt und derjenige, der eine Tür herstellt und einen Türgriff herstellt, den brauche ich immer noch. Aber der eine Kurbelwelle herstellt oder einen Getriebezahnrad herstellt, den brauche ich halt nicht mehr. Den brauche ich heute schon immer und den brauche ich in Zukunft auch nicht mehr. Und deswegen gibt es also hier erstmal momentan volkswirtschaftlich
wird es eine Delle geben, speziell bei uns Deutschen. Das ist vorauszusehen. Aber ich glaube nicht, dass die sehr lange anhält. Ich hoffe, dass wir da relativ schnell durchkommen. Und, also die Anstrengungen sind gigantisch groß und mal sehen. Also ich sehe das eher doch ein bisschen positiv. Gesamt gesehen müsste man sowieso positiv sehen, was da abläuft. So, jetzt haben uns die Scooter-Leute dann noch so nebenbei noch gesagt, naja, wir haben nicht nur das Problem, dass wir jetzt schauen müssen, dass wir einen gewissen Anteil auf Strom umstellen und das in dem Fall 20% bei denen ist. Wenn sie das erreicht haben, dann sind sie erst einmal diese CO2-Steuer los. Sie haben ein zweites Thema, das ihnen der DIS jetzt schon zur Aufgabe gestellt hat. Wenn Sie natürlich jetzt mal hochrechnen, dass in Zukunft diese 20% oder diese 200.000, 300.000 Elektroautos, die Sie im Jahr produzieren wollen, mindestens, da müssen Sie so schnell wie möglich hinkommen auch, da entsteht bei besten, effizientesten Fertigungsmethoden auch schon die neuesten Batterietechnologien mit eingerechnet und alles zusammen, entsteht immer noch ein CO2-Fußabdruck von 16 Tonnen pro Auto. Und da haben Sie gesagt, da ist jetzt schon die Aufgabe, diese 16 Euro zuzusehen, dass man die dann von vornherein schon beim Abverkauf des Autos neutralisiert. Und wenn man da natürlich einmal am DIS seine Rechnung nimmt, seine 100 Euro, die er da langfristig ansetzt, die da bezahlt werden sollte pro Tonne CO2, dann wären das 1.600 Euro pro Auto, pro Elektroauto, das er von vornherein, in Anführungszeichen, bereit ist, kalkulatorisch, jetzt wird schon interessant, irgendwo mit einzurechnen in den Herstellungspreis, und zwar jetzt schon, auch wenn es vielleicht noch nicht bezahlen wird und noch nicht bezahlen kann, aber wo das Ganze hinläuft. Und wenn man das auf 300.000 Autos bloß beim Skoda umrechnet pro Jahr, da kommen dann Beträge zusammen, die sind dann sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, das ist der Teil des CO2-Fußabdrucks, der nicht mehr durch Einsparung und durch Ersatz wegzukriegen ist, sondern den kriegst du nur weg, indem dass du dich freikaufen tust, im Prinzip Ablasshandel betreibst. Und beim Freikaufen gibt es nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, Bäume pflanzen irgendwo auf der Welt und glauben, dass die hoffentlich stehen bleiben und in 100 Jahren bringt das ein Baum, was bringt das eine Fichte zusammen und so ein Buche? Ja, so irgendwo 3 bis 4 Tonnen gebundenes CO2. Das Problem ist bloß, bis der kleine Baum, den man da pflanzen tut, weil wenn ich einen Baum an Skoda verkaufe, werde ich da nicht hergehen und gleich so eine 10 Meter hohe Fichte da pflanzen, sondern ich werde so einen kleinen Baum pflanzen wie nur möglich, verlange einen Haufen Geld dafür und warte erst einmal 20, 30 Jahre, bis der die erste Tonne CO2 überhaupt weggepackt hat. In der Zwischenzeit, wenn ich die Fridays for Future-Leute mir anhöre, ist der Tipping Point schon längst überschritten. Das heißt, wir können so viele Bäume gepflanzt haben, wie wir wollen, bis die richtig anfangen, CO2 aus der Luft rauszuholen, ist das Klima schon umgekippt. Also das halte ich momentan sogar für da ist ein bisschen Scharlatanerie dahinter. Also ich merke, da sind NGOs und Wissenschaftler schon länger unterwegs, die uns allen einreden, dass das Bäume pflanzen auf der ganzen Welt die Lösung schlechthin ist. Also als Realist und ein bisschen beherrsche ich immer noch den Dreisatz und ein bisschen Mengenlehre, die ich in der ersten, zweiten Klasse Volksschule gelernt habe, bringe das nicht zusammen, was diese Wissenschaftler und NGOs da uns erklären wollen, was da an diesen Bäumepflanzen so wirklich dran sein soll. Da ist was dran, aber es kann nicht die Hauptlösung sein. Und der zweite Ansatz, und das ist der Ansatz, über den ich heute ein bisschen mehr reden drüber möchte, ist der Ansatz, Landwirtschaft, Ackerbau zu betreiben. Das heißt, gleichzeitig versuchen, Kohlenstoff in den Boden zu bekommen durch Humusaufbau und Nahrungsmittel zu erzeugen. Also wenn ich einen Baum pflanzen tue, um den Baum herum, kann ich schlecht Mais und Weizen ransehen, den ich hinten auch ernten kann. Das geht schlecht. Also muss man auch mal sehen, was das volkswirtschaftlich und diese Hysterie, die wir da verbreiten lassen momentan durch ein paar so Verrückte, vielleicht verrückt sind es auch nicht, verrückt bin ich ja, wenn es verrückt ist, muss ich mich auch zu den Verrückten zählen, also bitteschön, ich möchte mich da entschuldigen. Ein paar so ja, Leute, die sich eben mit dem Baum und den Wäldern, mit dem Bepflanzen von Flächen, mit Bäumen befassen, da glaube ich, ist ein fundamentaler Unterschied von dem, was wir vielleicht da leisten könnten. So, wenn wir uns mit dem Thema mal ganz prinzipiell Humusaufbau beschäftigen, und das ist ja nichts Neues. Ich meine, die meisten von Ihnen wissen, worum es geht. Der eine oder andere hat sich da vielleicht schon mal auseinandergesetzt. Und wer uns kennt, schon vor 30, 40 Jahren haben wir das ja mal mit unserer Regenbogenwirtschaft einmal immer glaubhaft machen wollen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
verrückt, gell? Vor 40 Jahren haben wir uns lächerlich gemacht und heute machen wir uns mit dem gleichen Thema, machen wir uns mehr Freunde, als dass wir uns Feinde machen. Das heißt, wir hätten uns 40 Jahre warten sollen mit unserem Denkansatz. Ich muss aber dazu sagen, wir haben in 40 Jahren viel dazugelernt. Das Wissen, was wir damals gehabt haben, hat nicht ausgereicht, um das, was wir geglaubt haben, voranzutreiben, wirklich voranzutreiben. Aber wie gesagt, wenn man das einmal prinzipiell einmal anschaut, wie kann das überhaupt gehen? Und zwar mit Ackerbau. Das heißt, also das eine, gut, das ist natürlich immer schon unser Thema gewesen, ich muss natürlich stark Bodenbearbeitung reduzieren, generell, was nicht heißt, dass ich auf Bodenbearbeitung verzichten muss. Und selbst auch ein Pflug kann auch mal notwendig sein, um beim Humusaufbau dazu zu helfen. Also das sage ich ganz bewusst, weil viele sagen mir nachher, du bist sowieso ein Pfluggegner. Nein, nein, das heißt noch lange nicht, dass wir jetzt das Pflügebauen anfangen und dass der Pflug da eine große Rolle spielt. Aber letztendlich heißt es erst einmal, ich darf nicht zu viel Sauerstoff in den Boden hineinpumpen und ständig Mineralisierungsprozesse oder Übermineralisierungsprozesse, die gar nicht notwendig sind, in Gang setzen, die am Ende dann immer wieder dazu führen, dass Humus verbrannt wird und Kohlenstoff verbrannt wird und vielleicht auch vor allem Kohlenstoff verbrannt wird, der nicht aus dem Meerhumus kommt, sondern mehr aus dem Dauerhumus kommt, sofern er verbrennbar ist. Der zweite Ansatz, und das ist etwas, das ist auch schon länger da, und da sind wir in den letzten Jahren und letzten Monaten, denke ich auch, wir haben auch zum Teil auch durch unseren Gesetzgeber auch stärker dahin getrieben, was gar nicht verkehrt ist, wenn man es genau genommen nimmt, ist das Versuchen, Ständiges zu begrünen mit Zwischenkulturen. Und da liegt schon ein bisschen mehr dahinter im Sinne von, da könnte was dran sein in dieser Art der Zwischenkultur und wie man es macht und so weiter fort, da kann man vielleicht mehr Chancen, auch wirklich netto Kohlenstoff im Boden aufzubauen und nicht bloß temporär aufzubauen, um den hinten auch wieder rauszumineralisieren. Der dritte Punkt ist, und das wird das Schwierigste sein, ich habe es mal so bezeichnet, gesagt haben, wir müssen uns wahrscheinlich langfristig damit auseinandersetzen, dass wir mehr oder weniger, und das sage ich sehr vorsichtig, Dünger und Chemie, vor allem also den chemischen Dünger und Pflanzenschutzmittel, dass wir die langfristig reduzieren müssen. Das Ganze hat jetzt nicht nur was mit Rückständen zu tun, sondern hat in erster Linie, wenn es um Humusaufbau damit zu tun, nämlich wenn ich wirklich mikrobielle Aktivität ganzheitlich fördern möchte und nach vorne bringen möchte, die ich absolut brauche, um Humus aufzubauen, da komme ich gleich noch ein bisschen drauf, wenn man das ein bisschen differenzierter sieht, dann kann ich natürlich das nicht in einem Umfeld machen mit einer hohen Salzkonzentration und mit viel Chemie. Da ist irgendwo, beißt sich da was. Viel Wissen ist da noch nicht da, da ist vieles, wenn du Wissenschaftler fragst, da kriegst wenn du zwei fragst, kriegst du drei unterschiedliche Meinungen dazu. Auskennen tut sich sowieso keiner mehr. Die Gesellschaft wird komplett verrückt gemacht, was das Thema angeht. Und wir Landwirte selber machen uns momentan auch verrückt dabei. Und ich denke, wir sollten das Ganze doch ein bisschen sachlicher sehen. Deswegen versuche ich mich auch ein bisschen sehr vorsichtig auszudrücken mit meinen Behauptungen oder Thesen, die ich gerade hier aufstelle. Wir haben eine Zwischenfrage. Ob wir keinen Zielkonflikt zwischen Humusaufbau und mechanischer Unkrautregulierung haben? Absolut. Da ist ein Zielkonflikt. Da komme ich auch gleich drauf. Aber lass mich vielleicht ein bisschen weitergehen und dann, glaube ich, wird sich die Frage automatisch beantworten. Und wie gesagt, das ist jetzt sehr einfach jetzt erstmal dargestellt. Das ist im Wesentlichen, wenn man es ganz genau nimmt, wenn man sich tief einarbeitet, wo wir uns ja auch gerade momentan sehr, sehr intensiv damit beschäftigen, da ist das noch viel, viel komplexer. Aber ich habe es versucht, das Ganze mal auf ein paar Punkte zu beschränken und zu reduzieren. Und das würde natürlich heißen, jetzt stelle ich mal gleich eine Hauptthese auf, wenn wir das Ganze richtig hinbekommen und verstanden haben, wie das gehen könnte,
mit denen, die sich da schon befassen, und zwar, ich rede jetzt von weltweiten Erkenntnissen, nicht nur bei uns hier in Deutschland oder in Europa, sondern auch weltweit. Da gibt es ganz interessante Themen, Leute, die sich in Australien da beschäftigen, ich bin nächste Woche drüben auch. Da gibt es Leute in Kanada und USA, die sich da schon länger beschäftigen. Auch Brasilien, die viele unterschätzen, sind da schon sehr weit in dem Verständnis. Aber wenn man, wie gesagt, diese Herangehensweise, wie ich gerade das anhand diesen vier Punkten mal aufgestellt habe, wenn man die also umsetzt, dann ist es durchaus möglich, wir nennen das, wie gesagt, Hybridlandwirtschaft, also unter dem Kontext der Hybridlandwirtschaft, zwischen 5 und 10 Tonnen CO2-Äquivalent jedes Jahr im Boden wegzupacken durch Kohlenstoff, durch Humusaufbau. Das haben wir erst einmal das ist, glaube ich, auch nicht mehr an den Haaren herbeigezogen, sondern das scheint schon eine sehr realistische Zahl zu sein. Wir müssen ja Zahlen haben, weil sonst kommen wir nicht weiter. Wenn man da irgendwo mit Märchenzahlen herkommt, der eine redet von 100 Tonnen und der andere redet von 500 Kilo, da kommen wir nicht weiter. Wir reden schon wirklich also von 5 bis 10 Tonnen CO2-Äquivalent pro Hektar. Wenn man das mit diesen Zahlen untermauert, mal 100 Euro, dann sind es zwischen 500 und 1000 Euro pro Hektar, die da jedes Jahr drin wären. Also ich möchte noch gar nicht daran denken, das wäre viel zu schön, um wahr zu sein. Nur allein die Hälfte von dem wäre schon sehr interessant, wenn man da rankommen könnte. So, jetzt lassen Sie mal, und das ist jetzt bitte die Bodenkundler unter euch und die da sehr viel mehr verstehen wie ich von dem ganzen Thema, vor allem von der wissenschaftlichen Seite, hört einmal nicht so genau hin, was ich jetzt sage. Ich versuche jetzt einmal das Thema Nährhumus und Dauerhumus aus meinem kleinen Mikrokosmos, den ich mir jetzt die letzten Jahre und Monate zusammengebaut habe, einmal versuchen, ganz einfach zu erklären. Weil eines habe ich festgestellt, dieser ewige Streit zwischen wirklichen Fachleuten, wenn es darum geht, und zwar weltweit, ich rede von Wissenschaftlern, was Nährhumus und Dauerhumus ist. Du, wenn es 10 von denen am Tisch sitzen hättest hier, hättest du 11 verschiedene Versionen und du kennst dich überhaupt nicht mehr aus. Im Ansatz vielleicht einig, aber wenn es dann das gesamtheitlich sehen, dann das treibt mich zum Wahnsinn. Ich habe ja eine ganze Reihe Kontakte mit solchen Leuten, die ich alle sehr schätze, extrem sehr schätze, aber du kommst auf keinen grünen Zweig. Also habe ich mir selber meine Welt ein bisschen aus dem Lernen von denen, die es eigentlich wissen sollten, einmal zusammengebaut. Jetzt lasst mich mal das ganz einfach darstellen. Ein Nährhumus, so wie ich das mittlerweile sehe, ist chemisch, bitte nimmt es mich da jetzt nicht komplett für halt es mir nicht komplett für blöd. Wie gesagt, ich bin nicht der super Studierte, der das alles sauber wissenschaftlich da erklären kann. Das will ich auch gar nicht sein, sondern ich bin am Ende, wie die meisten von euch, ich bin ein Pragmatiker und ein Landwirt und ein Maschinenhersteller und ich versuche das Ganze so darzustellen, damit ich was anfangen kann damit. Ein Nährhumus für mich ist letztendlich eine Humuskette, an der dann praktisch in einem Zersetzungsprozess, den wir jedes Jahr in Gang setzen, nach einer Weizenernte, wo wir, wenn es um Stroh geht, ein CN-Verhältnis haben, irgendwo von 80 bis 100 zu 1. Und wenn du das einer Zersetzung durch Bodenbearbeitung zuführst, dann ist es irgendwo nach 6-8 Monaten, ist ein Großteil der organischen Masse so weit abgebaut, dass das Verhältnis irgendwo nahe 10 zu 1 liegt. Das heißt also, viel von dem Kohlenstoff, das vorher in dem Weizenstroh drin war, wurde durch einen Zersetzungsprozess in Form von CO2 in die Atmosphäre abgegeben. Und der Zersetzungsprozess ist im Wesentlichen pilzlicher Natur gewesen, weil wir ständig Sauerstoff zuführen durch ständiges Bearbeiten. Und wie gesagt, dieser Nährhumus, der bleibt erst einmal liegen, so wie jetzt im Moment im Boden. Jetzt geht es dann irgendwann mal los, wenn es wieder warm wird, dann fangen praktisch wieder die Bodenorganismen an, den Rest, den übrig gebliebenen Nährhumus wieder weiter abzubauen, indem sie den Kohlenstoff komplett herausnehmen und damit die Nährstoffe, die an den Kohlenstoff gebunden sind, freimachen. Und das ist nichts anderes wie Mineralisierung, nennt man das. Und der ganze Prozess geht praktisch, je wärmer das wird, je mehr das es regnet, je stärker die Pflanzen wachsen, geht im Mai und Juni wird es immer extrem.
extremer. Und irgendwann einmal Ende Juli, Anfang August ist dieser Prozess dann weitestgehend wieder abgeschlossen. Das heißt, das, was ich an Ernterückständen und an Wurzelresten in den Boden eingearbeitet habe und zum Zersetzen gebracht habe, ist weitestgehend dann wieder bis zur neuen Ernte wieder verarbeitet, also rausmineralisiert. Aber dafür habe ich ja wieder Pflanzen und Biomasse erzeugt durch Wachstum und Photosynthese. Und damit ist wieder ein neues Material da, das ich wieder im Zersetzungsprozess zuführe. Das heißt, kurz umgesagt, Nährhumus ist nichts anderes wie etwas, das sich dreht. Und du kannst Nährhumusanteil im Boden nur erhöhen, in Anführungszeichen, wenn du deinen Ertrag erhöhst. Das heißt, wenn du deinen Biomasseertrag als Ganzes erhöhst, erhöhst du auch den gesamten Nährhumusanteil in deinem Boden. Aber du drehst ihn nur. Und das ist meines Erachtens schlecht zu verkaufen an einen VW oder wie auch immer, der sich da mit CO2-Zertifikaten freikaufen möchte. Das heißt, wir müssen mehr in Richtung Dauerhumus suchen. Wie gesagt, auch hier wieder ganz eine einfache, rudimentäre Darstellungsweise. So wie ich das bis jetzt verstanden habe, kann man Dauerhumus am einfachsten darstellen, indem das ringförmige Kohlenstoffketten sind. Da an diesen Ketten sind wiederum auch die Nährstoffe, die vorher in den Pflanzen drin waren, durch Zersetzungsprozesse und Umbauprozesse wieder an diese Ringketten angegliedert sind. Nur diese Ringe sind natürlich mikrobakteriell nicht mehr in der Regel weiter zersetzbar, je nachdem, wie sie entstanden sind. Und das heißt also, die extremste Form ist zum Beispiel Braunkohle. Das ist ja auch im Wesentlichen vor Jahrmillionen durch Verfaulen von Pflanzen und dann praktisch durch Luftabschluss und bestimmte bakterielle Prozesse ist dann irgendwann einmal aus der ganzen organischen Masse Braunkohle entstanden. Und so ähnlich sieht auch Braunkohle aus. So, jetzt geht es darum, wie können wir das in modernen Ackerbau umsetzen? Und da habe ich mir jetzt einmal ein bisschen einen Ansatz gefunden, aber nur einen Ansatz, der mich, muss fast sagen, mittlerweile fasziniert. Da gibt es einen gewissen Walter Witte, einen sagen wir mal, Privatwissenschaftler, der aus Ostdeutschland stammt, der bis zur Wende hin damals in der DDR zu dem Thema Kompost forschen durfte und etwas herausgefunden hat, was sehr interessant ist. Und dann nach der Wende haben wir Wessis einfach gesagt, das brauchen wir nicht und haben dem praktisch mehr oder weniger sein Institut zugesperrt. Dann hat er auf privater Weise privat selber weitergemacht, hat mit seinen Söhnen nebenbei noch eine Gartenbaufirma gegründet, damit er sich am Leben halt halten können. Und mittlerweile merke ich, dieser Mann wird gehypt. Ich selber habe ihn mal besucht. Sehr interessanter älterer Herr, der auch ein bisschen frustriert ist, verständlicherweise frustriert ist, vor allem auch über uns Wessis, über unsere Arroganz zu sagen, das brauchen wir nicht, diese Forschung interessiert uns nicht, sperren wir zu und so weiter und so fort. Und jetzt brauchen wir es. Aber ganz interessant, und es gibt eine ganze Reihe von euch, von Landwirten hier, die sich mittlerweile mit dieser Art von mikrobakteriellen Karbonisierung, dieser Art von MC oder MC-Kompost kurz gesagt, befassen. Und, aber es geht ja nicht nur um den MC-Kompost, sondern es geht darum, was passiert da. Und das ist eigentlich das, was mich mittlerweile fasziniert, weil ich mir sage, was da passiert, könnte man vielleicht auch langfristig auf moderne Bodenbearbeitung übertragen und so weiter und so weiter und so weiter. So, um das Ganze mal ganz kurz darzustellen, kurz zu erklären, worum es hier geht. Bei dem MC-Kompost geht man her, dass man schaut, dass man einen gewissen Anteil von Zellulose- und ligninhaltigen organischen Stoffen mit eiweißhaltigen Stoffen in einem bestimmten Verhältnis, 50-50 glaube ich, ist das, zusammenbringt. Das heißt, du kannst nicht jeden Kompost mikrobakteriell karbonisieren. Das heißt, du musst das Mischungsverhältnis hinbekommen und wenn das stimmt, dann musst du nur zusehen, dass das Mischungsverhältnis, das Feuchteverhältnis und die Partikelgröße stimmt, dass es sich leicht verdichten lässt. Und dann musst du, wie es hier im Bild zu sehen ist, das ist ein Komposthaufen, der wieder aufgemacht wurde, musst du eine große Oberfläche schaffen, deswegen so eine Art Tafelbergmacher, meistens so 2,5 Meter hoch. Und das Ganze wird dann mit Radladerschaufeln und Frontladerschaufeln zusammengedrückt und dann steckt man ein Thermometer rein. Und wenn man merkt, dass der Karbonisierungsprozess beginnt, das sieht man, wenn die Temperaturen so bis auf 50 Grad steigen. Wenn es über 50 Grad hochgeht, dann heißt es ist zu viel Sauerstoff drin und Pilze übernehmen wieder. Wir reden ja von Bakterien her, nicht von Pilzen. Und dann muss man hergehen und muss man wirklich wieder mit seiner Radladerschaufel oder Frontladerschaufel draufdrücken, um die Luft, die zu viel drin ist, da wieder rauszudrücken. So wie ich das verstehe, ist das ein Prozess, der an der Grenze zwischen aerob und anaerob stattfindet. Das muss eine ganz bestimmte Bedingung müssen da herrschen, damit dieser Zersetzungsprozess stattfindet. Und wenn der stattfindet,
dann entsteht eine Karbonisierung. Und zwar sind da im Wesentlichen Bakterien damit befasst und nicht Pilze. Und zwar auf der einen Seite sind es phototrophe Bakterien an der Oberfläche, die irgendwelche Enzyme erzeugen. Und diese Enzyme führen dann dazu, dass praktisch die Partner im Boden, wiederum auch Bakterien, in diesem Milieu es mit diesen Enzymen zusammen fertig bekommen, die organischen Stoffe so zu zersetzen, dass am Ende ein Großteil ringförmiger Kohlenstoffketten übrig bleibt. Und das ist das Geniale. Ich habe den Walter Witte mal besucht und er hat uns das einmal gezeigt, wie das aussieht. Wow, ganz interessant. Bin einfach mal hergegangen, da hat er uns mal gezeigt, das eine ist rechts im Bilde, ist im Prinzip so eine Art Braunkohle, der auch durch so einen ähnlichen Prozess entstanden ist. Und links, das ist ein klassischer MC-Kompost. Und da hat er mal die Kohle rausgelöst, in Anführungszeichen gelöst, weil es nicht mehr löslich ist. Und dann habe ich beides einmal in ein Wasserglas reingeschmissen. Das eine, die Braunkohle, die ist nicht wasserlöslich, sieht man sehr schön. Und das andere, das ist fantastisch an diesem M10-Kompost, an diesen ringförmigen, auf bakterieller Basis entstanden. Das ist auch so eine, es gibt ja auch diese Karbonisierung, die unter Druck entsteht. Da gibt es ja verschiedene, wie heißt dieses Prinzip der Pyrolyse. Ist ja auch eine Form der Karbonisierung, das sieht ein kleines bisschen anders aus. Wie gesagt, da geht es mit hohem Druck und hohen Temperaturen, ist aber auch dann praktisch ein Teil mikrobakterielle Prozesse, die da stattfinden scheinbar. Ich bin da nicht ganz so genau drin, aber wie gesagt, da kommt auch was Ähnliches raus, aber was bei dieser bakteriellen Zersetzung in einem eigentlich ganz einfachen Kompostverfahren entstehen, ganz primitiv eigentlich. Du brauchst nicht ständig mischen, weil wenn du es mischen, tust du wieder Sauerstoff, dann hast du wieder einen anderen Kompost, den wollen wir nicht haben. Dann entsteht ein ringförmiger, nicht weiter abbaubarer Kohlenstoff, der aber wasserlöslich ist und alle Nährstoffe, die vorher in dem Ausgangsmaterial drin waren, wiederum an den Kohlenstoffketten angehängt sind, wie ich es gerade eben im Beispiel gezeigt habe. Jetzt, das Fantastische ist ja eigentlich, wenn das wasserlöslich ist, dann kann ich das Zeug ja oben drauf schmeißen und es braucht nicht einmal ein Arbeiten, sondern es arbeitet sich selber, indem das reingewaschen wird im Boden. Das ist ja genial. Das heißt, die Natur hat hier einen Mechanismus vorgesehen, den wir eigentlich bis jetzt nicht beachtet haben. Und ich stelle mir immer mehr die Frage, ja, wenn die Natur zig verschiedene Zersetzungsprozesse vorgesehen hat, dann sollten wir uns halt mal mit den unterschiedlichen Zersetzungsprozessen auch wirklich genauer auseinandersetzen, wie das der Walter Witte mit dieser Form des bakteriellen Karbonisierens auseinandergesetzt hat, und mal versuchen, wie weit können wir das auch auf Bodenwärme übertragen und können wir es so weit übertragen, dass wir sagen, vielleicht kriegen wir auch eine mikrobielle Karbonisierung auch durch eine oberflächliche Bodenbearbeitung mit Einarbeiten, mit Festdrücken, mit Anwalzen, mit Wasser, Sauerstoff, so weit wie möglich rausdrücken, hinbekommen und was weiß ich alles. Ich stelle nur die Frage, ich habe noch keine Antwort nicht, aber es fasziniert mich, dass da was abläuft. So, das Gleiche kann man übrigens mit Gülle auch machen, wenn einer was wissen will, wie das geht, das habe ich auch schon mitbekommen, das ist noch einfacher. Du kannst im Prinzip, wenn du einen offenen Güllebehälter hast, kannst du Rindergülle und Schweinegülle, kannst du ganz einfach karbonisieren, da brauchst du gar nicht viel Hokuspokusmittel dazu und das Zeug kannst du dann hinten noch ausbringen, ohne Schleppschlauch, ohne alles, weil das riecht dann nicht mehr. Das Schöne ist, wenn du so einen Boden in die Hand nimmst, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, wenn es an einem Haufen da gestanden ist, den kannst du in die Hand nehmen nach 8 Wochen, so einen karbonisierten MC-Kompost, der riecht wie Erde, da ist stinkt nichts, da ist keine Ammoniak, noch Restammoniak da, da ist nichts mehr da, da sind keine üblen Gerüche da, gar nichts, das ist blanker Boden. Und wenn derjenige, der war da, der schon mal zur Untersuchung geschickt hat, ist dann begeistert von den Nährwerten, die diese Art von karbonisierten Kompostierung hat, ist ja auch verständlich. Wenn du einen normalen Kompost machst, du schmeißt 10 Tonnen hin, wenn du 3-4 Mal durchgemischt hast mit deinem Mischgerät, bleibt nur 5 Tonnen übrig. Da schmeißt du 10 Tonnen übrig und da bleiben weitestgehend 10 Tonnen, schmeißt 10 Tonnen hin und bleiben 10 Tonnen übrig. Das heißt, der gesamte Kohlenstoff oder weitestgehend der gesamte Kohlenstoff in dem gesamten Prozess, der in dem Haufen entstanden ist, wird so umgebaut, dass er drin bleibt. Ist er in doppelter Hinsicht hocheffiziente Form von Umbau von Kohlenstoff in, wie gesagt, ringförmigen Kohlenstoffketten, die nebenbei noch wasserlöslich sind und genial dazu dienen könnten, zum Beispiel Humus aufzubauen. Die Frage, die sich natürlich stellt dabei ist, wenn jetzt an diesen wasserlöslichen, ringförmigen Kohlenstoff, der nicht mehr weiter abbaubar ist, das heißt auch nicht mehr mineralisierbar ist, wie kriege ich die Nährstoffe raus?
Und das ist auch wieder ganz einfach. Die Natur hat das auch wieder vorgesehen. Die Wurzel durch Wurzelausscheidung scheidet ja nicht nur flüssigen Kohlenstoff, also in Form von Zucker aus, als Exudate, sondern sie hat auch dann immer eine ganze Reihe Säuren, die damit gehen. Und sie ist, das ist schon vorbereitet, die Pflanze. Die Pflanze weiß, wenn sie auf so Kohlenstoffketten trifft, die da sind, wo Nährstoffe drin sind, dann weiß sie, ja, da muss sie bestimmte Säuren ausscheiden, damit sie dann das Phosphor, den Kalium, was auch immer an den Kohlenstoff dranhängt, aus dieser Kette rausbringt, ohne dass der Kohlenstoff praktisch mineralisiert, verbrannt werden muss, damit sie rankommt. Also das ist alles vorgesehen. Die Natur hat das vorgesehen. So, jetzt wenn wir das Ganze mal wieder weiter praktisch nochmal kurz zusammenfassen tut, dann ist es klar, wir brauchen eine extrem hohe mikrobielle Aktivität im Boden und wir wissen zum Teil noch gar nicht, was genau alles das ist und welche Bakterien und Pilze da, Mykorrhiza ist auch immer wieder ein Thema, das da immer stärker da daherkommt. Das ist auch ein Dauerbrenner. Das ist ein Pilz, der also praktisch zwischen unterschiedlichen oder zwischen Wurzelsystemen von Pflanzen im Prinzip eine Verbindung herstellt und auch einen großen Beitrag dazu leistet, scheinbar Kohlenstoff so umzubauen, dass er in einer festeren Form im Boden, in Anführungszeichen Dauerhumusform, gehalten werden kann. Klar ist, mit unseren Hauptkulturen, auch wenn wir noch so hohe Erträge anstreben und noch so viel Wurzelmasse und Strommengen zusammenbekommen, da schaffen wir, ich stelle es wieder sehr einfach dar, bestenfalls nur, dass wir unseren Nährhumusgehalt durch höheren Ertrag, der auch mittlerweile bei den meisten erreicht ist, ich glaube kaum einer mehr von euch ist in der Lage, jedes Jahr nachzuweisen, das berühmte 1% an Ertragswachstum noch hinzubekommen. Das heißt, damit ist auch irgendwo eine maximale Grenze des gesamten Nährhumusaufbaus im Boden auch erreicht. Also da kommen wir nicht recht viel weiter. Also mir ist klar, das Ganze spielt sich ab in der Zwischenkultur und der Art und Weise der Bodenbearbeitung und so weiter und so fort. Und wie man das Ganze dann dazu nutzt, dass man auch die Mikrobiolektivität, vor allem durch Wurzeln auch, immer stärker antreibt. Und dann ist klar, diese Diversität der Zwischenkultur, diese Mischungen von verschiedenen Pflanzen mit verschiedenen Wurzelsystemen und Größen und Ausscheidungen an der Wurzel und so weiter und so fort, da wird viel geforscht, da ist scheinbar auch schon einiges an Wissen da. Es ist vielleicht noch nicht alles greifbar, so greifbar, dass wir alle damit was anfangen können. Aber eins ist für mich klar, in dieser Zwischenkultur, der Art und Weise, wie wir sie anbauen, wie wir damit umgehen, wie wir die Pflanzen zusammensetzen, wie wir das auf dem jeweiligen Boden nutzen, da spielt sich am meisten ab. Und da haben wir wahrscheinlich den größten Einfluss, oder das ist sehr, nicht nur wahrscheinlich, das zeichnet sich ab, den größten Einfluss, das Thema Humusaufbau wirklich voranzutreiben. Und da ist zum Glück natürlich auch viel schon da und da sind auch viele unterwegs. Klar, die Sackkopf verkaufen wollen, wir wollen natürlich auch unsere Maschinen verkaufen. Jeder hat natürlich das Seinige dazu zu sagen und hat dann auch viel Wissen schon auch sich aufgebaut. Spezifisches Wissen natürlich, wie man damit umgeht. Gut, das jetzt einmal soweit zu dem Thema, wie ich das heute vorgehabt habe oder hätte, euch alle vorzubereiten auf das, was meine Nachredner dann hätten, dann darauf aufbauend im Detail erklärt, wie das Ganze dann funktionieren könnte. Aber wie gesagt, wir werden das ja zu einem späteren Zeitpunkt nochmal genauer nachholen. Jetzt der nächste Punkt. Der nächste Punkt ist der Punkt der Rückstände. Wie gesagt, wir haben das Thema Klima in Verbindung mit CO2 und Kohlenstoff und Humusaufbau. Und der andere Punkt ist der Rückstände. Dem wollten wir uns ja heute auch befassen. Wir haben letztes Jahr in 2019 zusammen mit einem Startup in Würzburg und der Hochschule in Triesdorf mit einem Professor dort und mit ein paar Praktikanten oder Studenten hatten wir dieses Jahr mal gemeinsam ein Projekt losgetreten, das uns persönlich als Horst 200.000 Euro gekostet hat, nur damit wir mal ein bisschen Information bekommen. Also wir geben auch Geld aus, das ist nicht dort wenig, und haben uns 46 Kundenbetriebe gesucht, hauptsächlich in Deutschland und in Tschechien, und haben Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, Leute, wir nehmen nur Weizenfelder, wir nehmen von Feld zu Feld eine Probe,
damit wir auch feststellen, was von Feld zu Feld passiert ist. Und dann wollen wir von jedem Feld die digitale Schlagkartei haben, mit dem, was nicht nur letztes Jahr gemacht wurde, sondern die Jahre vorher gemacht wurde, und tun das dann praktisch mit diesem Würzburger Unternehmen, das sich mit der Datenauswertung, mit der digitalen Datenauswertung, mit künstlicher Intelligenz sehr intensiv befasst, mit dieser neuen Form der Auswertung auswerten. Und rausgekommen ist, das Ganze ist noch nicht ganz fertig, aber ich kann jetzt schon mal einen kleinen Vorbericht geben. Aus diesen 371 Proben, die wir da ausgewertet haben und wo wir dazu auch die gesamte Schlagdatei bekommen haben, mit allem drum und dran und die Wetterdaten noch damit eingeflossen sind und so weiter und so fort, das ist hochkomplex, was Daten angeht, ist am Ende Folgendes rausgekommen. Hier sehen Sie auf der linken Seite die ganzen Wirkstoffe, die kann keiner lesen, es spielt jetzt erstmal keine Rolle nicht. Was viel wichtiger ist, sind diese unterschiedlich eingefärbten Balken. Rot steht für, dort wurde ein Wirkstoff ausgebracht und den haben wir als Rückstand im Weizen feststellen können. Dunkelblau steht für, da wurde ein Wirkstoff nicht ausgebracht, wir haben ihn aber trotzdem gefunden. Deswegen sind diese dunkelblauen Balken fast nicht da. Und die hellblauen Balken heißen, das wurde ausgebracht, sonst deswegen steht es ja auch dort, aber man hat nichts gefunden. Halt mal, Entschuldigung, jetzt muss ich da drücken. Dann stellen wir fest, das ist Glomeguat, also CCC als allererstes, das heißt, also ein Hormon. Und dann geht es weiter mit Epoxiconazol und Tepoconazol, ein paar andere sind auch noch dabei. Das heißt, summa summarum, das ist das erste Mal, dass wir sowas machen, das erste Mal, dass wir es so intensiv machen, stellen wir das fest. Was du findest, ist in erster Linie Fungizide, und zwar immer. In zweiter Linie, sofern Insektizide ausgebracht wurden, Insektizide, das ist beim Weizen nicht so der Fall. Hätte man Raps gehabt, hätte man Insektizide gefunden. Und auf jeden Fall findest du immer wieder auch die Hormone, die du eingesetzt hast. Und das Verrückte ist, das CCC ist immer dabei. Das erklärt auch, warum, wenn du Babyweizen herstellst und was weiß ich alles in diese Richtung konventionelles Getreide erzeugst, dass das allererste ist, das, was die Getreidehändler nachfragen, wenn du das in die Richtung verkaufen willst, lass das CCC weg. So, aber was wir nicht finden ist, und das ist wieder das Gleiche, das ist nichts Neues, du findest keine Herbizide. Das heißt, dieser Hype, den unsere Gesellschaft hat im Thema Herbizide, das sind das Hauptproblem, das ist nicht das Hauptproblem. Im Gegenteil, das Herbizid ist vielleicht das allergeringste Problem und vielleicht ist das sogar noch, vielleicht sogar überhaupt kein Problem, mit was wir glauben oder was uns glaubhaft gemacht wird. Aber wir müssen akzeptieren, dass Fungizide, Insektizide und Hormone eben immer wieder zu finden sind. Und das Schöne dabei ist, wir haben natürlich auch nach Glyphosat untersucht. Viele der Betriebe haben natürlich zu Weizen, ist klar, nach Raps hat jeder, weil er Bodenbearbeitung reduzieren will. Und vor allen Dingen, warum setzt er Glyphosat ein vor der Saat? Weil er Wasser sparen will. Ja. Und den Boden ein bisschen in Ruhe lassen will dabei. Da haben wir nichts gefunden als Rückstand im Getreide. Ist ja klar, es war auch keiner dabei, der seinen Weizen abgespritzt hat. Hätte einer einen Weizen abgespritzt, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gewesen, dass beim Abspritzen des Weizens vor der Ernte, also vor der Ernteabtötung, dass man da Glyphosat findet. Aber das sind wir uns alle einig, das sollten wir sowieso nicht mehr tun. Und das ist auch nicht der Hauptgrund, warum wir Glyphosat gerne noch weiter benutzen würden. Aber was man gefunden hat, ist, man hat einen Fall gehabt, da haben sie Glyphosat-Reste gefunden, obwohl es gar nicht ausgebracht wurde. Also auch hier eine klare Entwarnung, dieser Hype, den unsere Gesellschaft, dieses Schwein, das sie vor 2 Jahren durchs Dorf getrieben haben und bis zur Vergasung, das dazu geführt hat, dass alle Parteien wie die Fliegen umgefallen sind, aber zwar alle rundherum, auch in ganz Europa, die dann gesagt haben, ja, wir müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt das Glyphosat verbieten. Wobei, ich war vor, wann war das? Das ist auch so 6 Wochen her, war ich auch wieder auf einer Konferenz zum Thema regenerative Landwirtschaft bei Paris. Und ich habe meine Rede gerade gehalten und dann auf einmal hat der Moderator auf Französisch gesagt, stopp, es kommt eine Eilmitteilung rein. Macron hat eine Pressekonferenz abgegeben gerade eben und das war sein Statement. Und das Statement, ich war Französisch, im Französisch bin ich nicht so gut im Lesen, stand so sinngemäß drin, naja, er ist gerade am Überdenken, dieses Thema. Macron ist ein absoluter Verfechter des Verbotes für Glyphosat in Frankreich.
Und der war, der wollte noch das noch schneller machen wie wir Deutschen. Der wollte am liebsten jetzt schon bei 2020 das komplett verbieten. Jetzt hat er gesagt, nein, er hat sich nochmal beraten lassen. Er hat festgestellt, dass das Thema Glyphosat nochmal überdacht werden muss, weil so einfach, wenn man es rausnehmen würde, würde uns benachteiligen, wenn es darum geht, der Ozonschutz und was wie das. Also interessant, dass jetzt auch die, selbst die Politiker, die am stärksten gegen das Glyphosat waren, jetzt auch mal wieder anfangen zu sagen, müssen wir vielleicht doch überdenken. Und diese Untersuchung zeigt es auch wieder. Das ist vollkommen übertrieben. Ich meine, wenn sie jetzt auf CCC losgehen würden, wenn sie jetzt auf bestimmte Fungizide und Insektizide losgehen würden, dann würde ich es dann noch verstehen, Herrschaftszeiten, weil das wirklich auch zu finden ist im Nahrungsmittel. Aber das, was wir nicht einmal finden, da gehen sie drauf los. Okay. So, und zum Glück, vielleicht hilft uns der Coronavirus da auch wieder und das Klimathema auch, dass man mittlerweile das ganze Thema Glyphosat, so wie es jetzt in Frankreich scheinbar passiert ist, wieder auf den Boden der Realität angekommen ist und wir jetzt anfangen, das Thema Glyphosat sauber differenziert zu diskutieren, und zwar mit allen Beteiligten. Ich kann auch soweit sagen, wir haben mittlerweile, der Bund Naturschutz mit uns Kontakt aufgenommen, schon zum zweiten Mal. Wir hatten da eine ganz interessante Zusammenkunft, auch wieder vor 4, 6 Wochen war das hier genau am Tisch. Und da war der Geschäftsführer dabei und der Vorstandsvorsitzende und noch 2 Kollegen vom Bund Naturschutz. Wir hatten da so 5, 6 Stunden eine ganz intensive Diskussion. Und ich muss sagen, ich war also mehr als überrascht, wenn es darum geht, wie viele Themen wir mit dem Bundesnaturschutz gemeinsam haben. Und diesen Vortrag, den ich gerade halte, den habe ich in ähnlicher Form auch vom Bund Naturschutz gehalten. Und da war nichts dabei, wo die Kollegen vom Bund Naturschutz gesagt haben, Herr Schmidt, sind wir Ihnen vollkommen anderer Meinung. Wir sehen das ganz anders. Und wir gesagt haben, ja, haben andere Meinung dazu. Aber wir sind durchaus bereit, auch das, was Sie da gesagt haben, zu diskutieren. Das heißt, wir merken jetzt, dass es genügend Realisten gibt, auch in den NGOs, auch in den Verbänden, auch wenn es darum geht, in die Imkerzuchtvereinigungen, die regelrecht den Kontakt zu uns suchen, und zwar auf Augenhöhe, und mit uns bereit sind, Dinge zu diskutieren, wo wir glauben, das ist für die ein Tabuthema. Nein, das ist es nicht. Die haben natürlich ihre Meinung, und die Meinung kann ich auch mittlerweile nachvollziehen, die sie haben. Aber sie sind auch bereit, unsere Überzeugungen, zu denen wir jetzt kommen, auch langsam auch, ja, wie soll ich sagen, nachzuvollziehen. Also man muss fast die Daumen halten. Es sieht so aus, dass sich doch vielleicht jetzt die nächsten Monate wieder was auf den Boden der Realität begibt. Ich hoffe es zumindest, auch in Europa, dass speziell dieses Thema Glyphosat nochmal ein bisschen überdacht wird und nicht so weiterhin so radikal darüber gedacht wird, weg damit, raus damit und überhaupt keine Diskussion und wir machen das ganz anders. Und wenn wir zum Thema Humusaufbau kommen, was ich gerade eben erklärt habe, dann ist eines klar. Das war auch ein bisschen auf die Frage hin. Wenn wir das Glyphosat komplett rausnehmen, dann wird das Thema Humusaufbau und regenerative Landwirtschaft noch deutlich schwieriger hinzukriegen sein als mit. Wobei ich nicht sagen will, du brauchst es immer. Das will ich nicht damit dazu sagen. Jetzt, wenn man das einmal von der anderen Seite betrachtet, ich habe dieses Bild, der eine oder andere wird das kennen von euch, schon mal gezeigt, schon öfters gezeigt. Das stammt aus Brasilien von Kunden von uns. So mittlerer Kunde, 200.000 Hektar, es gibt da ein paar größere, ein paar kleinere, also es ist kein kleiner Landwirt nicht, also das einmal klarzustellen. In Solo, übrigens gehört es da, auch ein interessanter Betrieb, der Eigentümer ist die Harvard University von USA. Die sitzen auf 40 Milliarden Spendengelder und wissen nicht, was sie tun sollen und haben jetzt erstmal 4 Milliarden die letzten paar Jahre in Landwirtschaft investiert und am einfachsten war es in Brasilien große Betriebe zu kaufen. Und das ist ein Kunde von uns, da war ich erst vor kurzem, das ist schon über ein halbes Jahr her, war ich da mal dort wieder und dann nach einer Betriebsrundfahrt kommen wir auf eine der Betriebsstellen hin, da hat uns der Betriebsleiter ganz stolz ein neues Gebäude gezeigt. Mir war schon klar, worum es hier geht, weil ich das bei anderen Betrieben auch gesehen habe, habe mich ein bisschen dumm gestellt. Dann habe ich gesagt, was machst du denn da? Und sagt, da gehen wir mal mit rein. Da sind wir reingegangen. Da hat uns gezeigt, seine Fermente, die da drin stehen, also diese Fermentertöpfe da. Dann sage ich, was machst du denn? Ich habe es wohl gewusst, ich habe ja gewusst, was er macht. Ich habe es bloß ein bisschen dumm gestellt. Da hat er ganz stolz gesagt, naja, wir sind jetzt dabei, wir haben unseren eigenen Mikrobiologen, unsere eigene Versuchsstation schon seit 5 Jahren am Betrieb und wir trauen uns jetzt zu, dass wir jetzt zu 100% unsere Fungizide und Insektizide durch Biologie ersetzen. Naja,
das Ganze beobachte ich schon so 4, 5 Jahre da drüben. Vor 4, 5 Jahren, wie ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das sind lauter Spinner. Die, die das machen, kannst du vergessen, da kommt nichts raus dabei. Und vor allem die großen Betriebe, wie sollen das gehen, die sowieso 10-mal mit der Spritze durchfahren müssen und dann mit diesen intensiven Soja- und Zwischenkulturanbau und zum Teil 2-mal Sojakulturen im gleichen Jahr, also Monokultur, in aller, wie es im Buche steht, eigentlich betreiben. Kein Wunder, dass die Resistenzen ohne Ende haben. Aber gerade die fangen an, jetzt sich mit solchen Themen zu befassen. Und mittlerweile, die letzten 1, 2 Jahre, immer mehr von denen, die also zum Teil ganze Betriebsteile und jetzt ganze Betriebe, und da reden wir immer von 20.000, 50.000 Hektar, komplett umstellen auf Biologie. Was die Insektizide und Fungizide angeht, nicht was das Herbizid angeht, weil es klar, das ist nach wie vor Direktsaat und ohne Glyphosat unmöglich. Das heißt also, was ich damit sagen will, ist, die packen ein Thema an, da diskutieren wir nur noch drüber und überlassen das ein paar so Leuten, die sich in einer Nische bewegen, hauptsächlich auch aus dem Ökologischen herkommen, die da sagen, Leute, da ist was möglich, das geht so und so und dann mit irgendwelchen Pflanzentees da arbeiten und so weiter und so fort. Wenn ich das Thema Pflanzentee schon höre, denke ich mir, was ist denn das? Kann man doch, soll man das trinken oder ist das was, und das soll das dann auch für die Pflanze wirken? Da denkst du einmal, das ist viel Hokuspokus dran. Mittlerweile bin ich sehr vorsichtig, mittlerweile halte ich mich da zurück, mittlerweile habe ich eher mehr Respekt vor solchen Leuten, die sich mit diesen Themen befassen, als dass ich das ins Lächerliche ziehen möchte. Und wenn ich dann das vergleiche mit dem, was da in Brasilien bei den Vollprofis passiert, dann bin ich ganz ruhig. Dann sage ich mir, oh, da läuft was ab. Da ist etwas, da müssen wir uns mit befassen, was nicht heißt, dass ich jetzt glaube, dass wir jetzt da mit Biologie Insektizide und Fungizide komplett ersetzen können. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Aber dass da irgendwas dran ist, das müssen wir akzeptieren. Und dass es der Wert ist, sich damit zu beschäftigen, das ist noch wichtiger. So, jetzt komme ich zum Schluss. Was mich rumtreibt, ist dieser Satz. Ich lese ihn mal vor, der eine oder andere wird gleich wissen, wer den mal geschrieben hat, und die, die es nicht wissen, den werde ich gleich sagen. Das ist altes Deutsch, deswegen auch die Formulierung, die Wörter, die benutzt werden, ein bisschen anders. Ein Boden ist fruchtbar für eine gegebene Pflanzengattung, wenn er für diese Pflanze notwendigen mineralischen Nährstoffe in gehöriger Menge, wohlgemerkt, in gehöriger Menge, in dem richtigen Verhältnis und in der zur Aufnahme geeigneten Beschaffenheit enthält. Wer das geschrieben hat, für die, die es nicht wissen, vor 150 Jahren Justus Liebig. Justus Liebig, der den ein bisschen studiert hat, ich habe nicht studiert, deswegen musste ich ihn erst im Nachhinein studieren, habe den jetzt auch in letzter Zeit immer mehr studiert, das, was man zumindest im Internet lesen kann, natürlich ist es auch nicht so viel. Justus Liebig ist ein Chemiker gewesen vor 150 Jahren. Das war kein Bodenkundler nicht, das war kein Agrarwissenschaftler nicht, das war ein reiner Chemiker. Und dieser Justus Liebig hat einfach nur Fragen gestellt. Es hat immer wieder Engpässe gegeben mit Brotversorgung, mit Kartoffelversorgung und hat es geheißen, warum gibt es in dem Jahr zu wenig Kartoffeln und zu wenig Weizen und zu wenig Brot. Er hat es geheißen, ja, wenn er seine Kollegen von der Agrarwissenschaft gefragt hat, ja, die Pflanze ernährt sich vom Humus, ja, war halt nicht genügend Humus da, waren halt nicht genügend Nährstoffe da, war halt zu kalt, war halt zu trocken oder was auch immer. Und diese Antworten haben ihm nicht gereicht. Dann ist er hergegangen, weil er halt guter Chemiker war und hat auch Pflanzen untersucht. Dann ist halt draufgekommen, ja, die Pflanze besteht aus Stickstoff, Phosphor, Kali, Schwefel und was weiß ich noch alles. Und dann hat er gesagt, ja, wenn das nicht immer ohne weiteres aus dem Boden ad libitum zur Verfügung steht, dass sich die Pflanze ausreichend ernähren kann, vorausgesetzt das Wasser ist da und Temperaturen stimmen, dann sollte man doch mal versuchen, das Ganze auch in Form von Kunstdünger herzustellen, diese Nährstoffe. Und das hat er getan. Er war im Prinzip der Erfinder des Kunstdüngers. Ja, Patentdünger, glaube ich, gab es da mal auch so einen Namen, da hat er auch mit was zu tun gehabt. Und was mich da so fasziniert an dieser Behauptung ist, in gehöriger Menge. Wenn man das Ganze mal in eine Formel bringt, das habe ich mir selber zusammen ausgetüftelt aus diesen ganzen Überlegungen und Beobachtungen und den Leuten, denen ich dazugehört habe und Erkenntnissen der letzten Jahrzehnte,
ist mir eigentlich nur eine Formel eingefallen, die eigentlich der Justus Liebig vor 150 Jahren mit seiner These und mit seinen Erkenntnissen begründet hat. Nämlich, eine Salzkonzentration, das ist ja Kunstdünger in gehöriger Menge, im Boden erstmal aufzubauen, das ist nichts anderes, als wenn du sagst, ich trinke bloß noch Bier, Bier ist auch alles drin. Wenn du keine Zähne im Mund hast, kannst du mit Bier dich auch ernähren, ob du Zähne hast oder nicht. Ich übertrage es jetzt einmal salopp auf Pflanzen. Wenn du eine hohe Salzkonzentration im Boden hast, brauchst du keine großen Wurzeln nicht, weil du brauchst, wie einer, der keine Zähne hat, wenn du dich bloß vom Bier ernährst, du brauchst bloß das Wasser saufen, das da ist, sofern es da ist. Und da ist alles gelöst und dann hast du alles dabei und es ist eine schnelle Form, dass du dich ernähren kannst. Ich möchte jetzt mal behaupten, das ist vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dass vor allem die letzten 50 Jahre nach dieser Formel, nach der Formel des Justus Liebig, sich mit hohen Kalzium, er sagt auch, gehöriger Menge müssen diese Nährstoffe in Salzform, im Boden, also wasserlöslicher Form im Boden vorhanden sein, dass die gesamte Züchtung sich natürlich auf der Basis, das heißt, du gehst erstmal her und erzeugst erstmal, wenn du eine neue Sorte züchten tust, einen Boden mit entsprechend hoher Salzlösung. Und ich gehe mal davon aus, genauso wie ein Mensch, wenn du dich nur vom Bier ernähren würdest, gäbe es Menschen ohne Zähne. Oder andersrum gesagt, wenn du dich nur von hohen Salzkonzentrationen ernähren musst, dann brauchst du eigentlich Pflanzen, die ganz kurze Wurzeln haben. Die brauchen gar keine langen Wurzeln, die brauchen nicht viel Wurzelhaare, weil die brauchen es bloß aus dem Boden rausholen. Die müssen bloß genügend tief wachsen, dass überall, wo die Nährstoffe gelöst sind in dem Wasser, dass sie es erwischen. Ich bin jetzt einmal ganz, bitte, ich möchte jetzt keinem Züchter zu nahe treten. Es ist sicherlich eine sehr, 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 sehr einfache und sehr, sehr etwas gewagte Behauptung. Aber vielleicht ist was dran. Und ich glaube, es ist auch was dran. Das heißt, wir brauchen eigentlich die letzten 50 Jahre Pflanzen, die gar nicht so ein großes Wurzelwerk entwickeln, die eher sich konzentrieren, dass sie diese hohe Nährstoffkonzentration, die sie aufnehmen, ganz schnell ins Wachstum umlagern und dann zum Schluss Körner erzeugen damit. Und das viel. So, und wenn man das in eine Formel bringt, dann sieht das eigentlich ganz einfach aus. Das heißt, Justus Liebig, für den stand zuerst die Chemie an erster Stelle in der Priorität. An zweiter Stelle die Physik, das heißt Bodenbearbeitung, Luft rein im Boden, was weiß ich alles, das würde ich als Physik bezeichnen. Und an dritter Stelle kam die Biologie, das heißt nachgelagert. Wenn man das Ganze sieht, was ist heute dabei rausgekommen, vor allem die letzten 50 Jahre, wo wir ja nach dieser Formel exzessiv gearbeitet haben und geforscht haben und gezüchtet haben und entwickelt haben und Maschinen erzeugt haben, das ganze Lehrwesen darauf aufgebaut wurde, die ganze Wissenschaft darauf aufgebaut wurde, dann haben wir, was den Ertrag angeht, natürlich Spitzenerträge erreicht. Das war natürlich zu Justus Liebigs Zeiten noch nicht mal vorstellbar, was da alles runterzuholen ist bei Weizen und bei Getreide und bei Reinkulturen und so weiter und so fort. Aber wenn man es mal unter dem Gesichtspunkt Kohlenstoffaufbau, sprich Humusaufbau sieht, dann haben wir bestenfalls das Ganze gleich gehalten zu dem, was mal vielleicht im Boden drin war, in den meisten Böden. Es gibt eine ganze Reihe Untersuchungen, die sogar nachweisen, dass wir sogar die letzten 30 Jahre noch weiterhin Humus tendenziell etwas abgebaut haben, obwohl wir eigentlich Ertrag aufgebaut haben. Das ist eigentlich ein bisschen komisch, aber es gibt da eine ganze Reihe Untersuchungen. Erst letztens habe ich wieder eine gesehen von der Bayerischen Landesanstalt, die von 1980 bis 2000 ging, wo auch wieder 0,2% im Durchschnitt von Bayern Humusabbau drin war. Das ist ja klar, wir haben uns, diese Formel zeigt es ja auch, der Humus hat uns ja nicht interessiert. Und Justus Liebig hat es ja zweimal nicht interessiert, war ja Chemiker. So, wenn man das Ganze jetzt, und da möchte ich jetzt eigentlich hinkommen, wenn man das Ganze einmal anders sieht, da wo wir eigentlich hinwollen, mit unserem ganzen Thema, ich habe es jetzt mal Carbon Farming hier genannt, oder was unter dem Gesichtspunkt regenerative Landwirtschaft letztendlich dahinter steht, oder das, was wir ursprünglich auch mal mit unserem Hybridgedanken vorgehabt haben. Und wenn wir das in Form von Humusaufbau einmal umsetzen wollen, was ich gerade versucht habe, mehrfach zu erklären, dann müsste man die Formel umstellen. Und die Formel, und da bin ich davon überzeugt, die Formel sieht dann so aus. Das heißt, wir müssen an erster Stelle die Biologie setzen, an zweiter Stelle lassen wir die Physik, auch wenn die Physik in Zukunft anders aussieht, wie sie in der Vergangenheit ausgesehen hat. Sprich, auch was uns Bodenbaumhersteller angeht, wird sich da einiges verändern. Und an dritter Stelle packt man die Chemie. Klar, wenn ich natürlich jetzt die Gesellschaft da hätte, hätte eine Krankenschwester und einen Schullehrer sitzen, die würden sagen, ja Moment, die Chemie nehmen wir ganz raus. Ja gut, das ist eine Form der regenerativen Landwirtschaft oder der modernen Landwirtschaft, eine Ökolandwirtschaft. Wobei, wir wissen, da ist es nicht ganz so einfach, stark Kohlenstoff aufzubauen. Es geht, aber es ist nicht ganz so einfach.
weil du ja ständig eingreifen tust. Vor allem, wenn du, was ein Kollege gerade gefragt hat, auch hier mechanisches Unkraut bekämpfen, ständiges Mineralisieren, ist nicht ganz so einfach, wenn man ganz konsequent Humus aufbauen möchte. Und ich behaupte einfach einmal, wenn wir nach dieser Formel uns verhalten, und ich möchte einfach mal auch es wagen zu sagen, das ist auch die Formel der Zukunft für den modernen Ackerbau weltweit, dann werden wir im Ertrag nicht mehr ganz da sein, wo wir heute sind. Bestenfalls gleich. Aber auf keinen Fall mehr Ertragssteigerung hinbekommen. Selbst dann, wenn wir Humus aufbauen und mehr Kohlenstoff im Boden haben. Kann ich mir nicht ganz vorstellen, dass das möglich ist. Und das sollte auch nicht unser oberstes Ziel sein, weil sonst kommen wir nicht dahin. Wir werden aber deutlich im Kohlenstoffaufbau und hoffentlich in dem stabilen Kohlenstoffaufbau, im Dauerhumusaufbau etwas hinbekommen, was wir noch zum Teil erforschen müssen und noch besser verstehen müssen, das deutlich dazu führt, dass wir Humus aufbauen. Ich habe es einfach mal hier genannt, mit 5 Tonnen beziehungsweise vielleicht sogar mit 10 Tonnen, wenn wir, und da habe ich jetzt bewusst mal gesagt, wenn wir im Ertrag vielleicht noch ein bisschen mehr aufgeben und noch mehr uns auf den Humusaufbau konzentrieren. Ob das dann so stimmt oder nicht stimmt, das sei mal dahingestellt, wie diese 5 oder 10 Tonnen zustande kommen. Aber eins ist klar für mich, wenn wir nicht bereit sind, die Formel, nach der wir uns verhalten, das heißt, es geht bei der Züchtung los, das geht weiter, wie wir mit Dünger und Chemie umgehen und geht dann am Ende, endet es in dem ganzen Thema besseres Verständnis der Biologie und zwar der gesamten biologischen Zusammenhänge, nicht nur im Boden, sondern auch in der Wurzel, in der Pflanze und auch im Menschen. Da ist ja irgendwann eine Korrelation da zwischen Boden, Pflanze und Menschen. Wenn wir das nicht besser verstehen und damit in das ganze System einarbeiten, glaube ich, werden wir nicht weiterkommen. Und genau das ist der Punkt, den ich natürlich heute vorgehabt hätte als Vorlage für meine Nachredner, zu sagen, Leute, lass uns mal drüber nachdenken, die Formel umzudrehen. Was würde das heißen? Und damit ist klar, und jetzt komme ich zum Schluss, dass eigentlich zwischen Humusaufbau und Rückstandsverringerung interessanterweise ein absolut direkter Zusammenhang ist. Und das macht es dann noch interessanter, wenn man das mal von der Seite betrachtet. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und entschuldige mich nochmal, dass wir diese Veranstaltung heute als Ganzes absagen musste. Aber ich verspreche, wir werden das in Kürze einen Termin vorgeben und dann wenn wir den Termin haben, werden wir uns dann wirklich nochmal in der Realität treffen und dieses Thema, das ich jetzt hier angekündigt habe, noch ganz intensiv weiter diskutieren und hoffentlich auch noch pragmatischer weiter diskutieren. Dankeschön.